Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil Revelations hier auf dem Delivery Channel mit mir, dem Rage. Und in der letzten Folge wurden wir von der scheiß, wie hieß das Ding? Rael Solis oder so? Raelia Solis? Ich weiß es nicht mehr, scheiße. Auf jeden Fall dieses Solarenergie-Matrix-Moped abgeschossen. Und da kam so eine riesige fucking Scheißwelle, weil wir, ach ja genau, weil wir ja von der Drohne... Ach, wir laufen schon wieder falsch. Ich habe gerade Quatsch erzählt. Wir haben ja unsere Drohne gehabt und durch die Drohne wurde das Radar-Dings, die Koordinaten ja irgendwie verfälscht. Und dann hat dieses komische Solar-Ding ja einfach ins Meer geschossen. Und damit halt so ein bisschen so eine riesengroße Druckwelle erzeugt. Und das hat uns dann leider so ein bisschen einmal weggeknickst, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Einfach umgekippt, logischerweise. Und jetzt haben wir den Salat, dass wir hier gerade wahrscheinlich sinken. Würde ich mal von ausgehen, so wie es ausschaut. Aber die gute Jessica und der Chris, die sind schon auf dem Weg und wollen uns natürlich retten. Ich habe gerade versucht... scheiße. Ich habe vergessen, die Zeit zu stoppen, meine Freunde. Ich muss mal schnell die Zeit stoppen. So. So. Alles klar. So. Jetzt werden wir wahrscheinlich doch wieder die Folge ein bisschen überziehen. Hä, warum konnten wir denn jetzt Gewehrmunition mal aufheben? Wir haben aber jetzt mal eben kurz die Zeit. Schaden 4. Wow. Und... machen wir jetzt Schaden 4 drauf. Feuerstoß geht nicht, oder? Ne, Feuerstoß geht nicht. Okay. Jetzt haben wir 102... hohe Durchsatzkraft und eine große Trefferzone zeichnen diese. Also im Prinzip... Doch, die hat mehr Schaden gehabt. Okay. Ja, dann machen wir die... packen wir die natürlich rein. Und hier nehmen wir die 10% Schaden raus, weil die brauchen wir jetzt gar nicht mehr für die Waffe. Die können wir dann jetzt lieber... noch mit auf die Magnum packen, würde ich sagen, ne? Da haben wir... Alter! Überlegt mal, da würden wir jetzt noch die 40% draufballern. Auf die scheiß Magnum. Die würde einfach so viel Schaden machen, aber da haben wir jetzt gerade leider echt nur... Ich weiß nicht, ob wir den Raketenwerfer brauchen, deswegen nehme ich den erstmal lieber mit. Da haben wir jetzt... Für die Magnum zum Beispiel haben wir einfach zu wenig Munition, als dass ich die jetzt mitnehmen wollen würde. Hear that? Veltro, you almost missed the party. Okay. Ich kann auch. Ich hätte in der letzten Folge auch noch diese Folge zu Ende hier spielen können. So, das würde ich sagen. Aber scheiß drauf, egal. Was soll's. Ich bin jetzt gespannt, ob wir vielleicht jetzt sogar mit, wie heißen sie? Jessica und Chris weiterspielen. Aber wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Es könnte gut sein. Würde mich nicht wundern. We're approaching the Queen Zenobia now. Rendezvous at the ship's hall. Roger. We'll be waiting. Okay, see you soon. Chris out. That's it. Queen Zenobia. Oh, jeez. More like what's left of her. Stay sharp. There's something out there. Und das Geballer kann wieder... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, also das Wasser wurde anscheinend doch schon verseucht. Wow, alter Verwalter. Ach, Granaten haben wir auch. Wow.
Was war das denn? Das ist... Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert? Das ist echt so ein richtig geiler altes Arcade-Shooter-Spiel, wo man einfach vor so einem... Oh, fuck. Oh, shit. Ach so, muss ich schnell R drücken, oder was? Ich weiß es nicht. Wo man einfach vor so einem Automaten steht, ja? Und dann einfach echt ballern muss, was das Zeug hält. Ach, wir haben ja noch Granaten. Ja. Oh, Mann, du Scheiße, da war... Oh, Alter. Kennt ihr vielleicht noch dieses alte Spiel, das gab es damals für die PlayStation? Das konnte man mit Pistole spielen, ja? Time Crisis hieß das. Daran erinnert mich das gerade so ein bisschen. Ja, wir kommen dem Schiff aber immer näher. Also zerstören können wir das Ding wahrscheinlich... Ach du Scheiße, Alter. Wir kriegen so auf die Fresse. Oh nein. Ach, Glück gehabt. Ich muss eine Heilung einsetzen. Jetzt sind wir hier wahrscheinlich gleich tot. Oh, Alter, was ist das denn? Junge, das werden ja immer mehr. Oh, Scheiße, wir müssen abkühlen. Oh, shit, 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 shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, sind das... Ich will das wie gar nicht in voller Ausführung sehen. Ich will gar nicht sehen, wie groß das ist. Das ist wahrscheinlich nicht ein einziges Moped mit irgendwelchen komischen Tentakeln. Alter, irgendwie so ein Über-Mutant-Oktopus-Vieh einfach. Wie riesig dieses Schiff einfach ist, oder? Das sieht man jetzt gerade erstmal. We need a good spot to board the Zenobia. Komm, ihr habt da so bestimmt einen Enterhaken oder so eine Scheiße dabei. We can board from here. Jessica, we have a promise to keep. Let's go. Great. A cruise, just the two of us. Only the whole thing is sinking. Friendly BSAA patrons, you stopped the Regia Solis. Now I will reveal what I know. Everything about the Queen Zenobia and the secrets she keeps. What secrets? Consider this. First, why did it take till now to find the Queen Zenobia? How was it able to float around the Mediterranean undetected? It wasn't magic. Second, why did all traces of Veltro vanish after the Terra Grigia panic? Why don't you tell us, huh? And third, why is someone trying to use the Regia Solis to destroy the Zenobia? The answer to those questions will lead you to an inconvenient truth. You were to have found it, and that... Jessica, why did you fire? To protect our people. Isn't that our job? Don't you dare die. Damn. Raymond? What? Why? Why play the part of Veltro? Okay, damit habe ich eigentlich schon fast gerechnet, dass der Typ die Faxen macht. Aber warum die Jessica den jetzt einfach direkt über den Haufen geschossen hat, das frage ich mich allerdings. Der hat anscheinend einen nervösen Finger, weil der hat uns ja nicht mal mit einer Waffe bedroht oder so, oder? Also, ich meine nicht. Ziemlich komisch, aber wir schauen mal weiter. Sehr, sehr strange auf jeden Fall das Ganze. Terrible loss.
the ship doesn't have much longer. We can't let this virus contaminate the sea. We've already searched the Queen Semiramis. So I think I know where this ship's lab is. We're headed there now. All right. I'll try to find a way to delay the sinking. Jessica, you with me? Yeah. Well, a little friendly partner swapping should keep us on our toes. Roger that. We'll take care of the virus. You two buy us some time. Got it. Jill, this works anywhere, even underwater. It should slow those things down. Thanks, Chris. Also, I've marked off all the possible locations for the lab. He never got the hint. What a drag. Maybe he's already taken, Jessica. Die kleine Schalampe, ey. Da versucht sie sich schön an den Chris anzuhören. No. I think we've only heard half the story. There's a lot about this mission that doesn't make sense yet. Okay, also müssen wir jetzt echt wieder hier rein? Da liegt doch noch was. Warum liegt denn da schon wieder was? Das haben wir doch. Das Hauptgewehrmunition, okay. Naja, gut, okay. Also wir müssen dann wahrscheinlich jetzt wieder hier rein, ne? Ja, alles klar. Okay, okay. Dann let's go, wieder ab ins Wasser. Oh, das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Oh, 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 oh. Da sollten wir besser nicht. Hä? Ja, ich hab doch G gedrückt. Warum macht er denn schon wieder nichts? Das ist schon wieder so eine Sache, ne? Genau wie das mit dem Ausweichen. So. Ich verstehe es einfach nicht. Ich hab echt G. Careful. The water is infested with infected. Roger that. Ja, dann here we go. Da waren ja richtig schön viele von diesen Viechern drin. Oh, da liegt doch mal Munition. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Da, ich drück einfach. Ah, ich darf nicht schwimmen dann. Alles klar. Wir müssen da vorne rein. Alles klar. Weltro-Schlüsselkarte verwendet. Zack, zack, zack. Schnell weiter, weiter, weiter. Da liegt nochmal was. Oh, Pistolenmunition. Magnum-Munition. Das ist schön. Das ist sehr schön. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. MG-Munition freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Wir gehen mal eben einmal schnuppern. Luft schnuppern. So, das würde ich sagen. Wir gehen einmal schnuppern. Wir schnuppern uns einmal hier an dem komischen. Ja, was soll das überhaupt für Viecher sein? Ich habe keine Ahnung, was das für Fische sein sollen, die da mutiert sind. Ach komm, geh mir nicht auf die Nerven, ey. Bam. Zack, klatsch, weg mit dir. Finde ich echt ein bisschen schade, dass wir nicht mal unser Messer benutzen können. Aber, was soll's. So, wo müssen wir hin? Schwimmen wir jetzt einfach hier straight runter her und dann darüber. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Wahrscheinlich eher nicht. Check, hier sind, oder? Müssen wir da rein? Müssen wir in die Tür? Die Tür klemmt. Alles klar, das heißt, wir müssen genau einmal rumschwimmen hier. Da können wir natürlich wieder nicht durch, das war ja wieder klar. Das heißt, wir müssen echt an diesen scheiß Fischen wieder vorbei. So, hä? Müssen wir da? Müssen wir die Leiter hoch? Da war doch aber gerade noch ein Fisch, oder nicht? Also Fisch in Anführungszeichen. Hä? Habe ich gerade irgendwas falsch gemacht? Ist der da jetzt wieder runtergesprungen? Ich glaube schon, oder? Ich frage mich gerade, ob wir jetzt vielleicht nochmal hier wieder irgendwas machen können an diesem Terminal. Okay. Terminal. Wird da wahrscheinlich auch nochmal für irgendwas zu gebrauchen sein, dieser Terminal. Wie zur Hölle ist der denn jetzt hier hingekommen? Der kann einfach zaubern, der Typ.
Egal. Scheißegal. So, und das hoffentlich nochmal Magnum. Ah, Pistolenmunition. Schade. Magnum-Munition wäre natürlich richtig Bombe gewesen. Der ist uns echt die ganze Zeit voraus, der Typ, ne? Das ist echt krass. Ey! Was ist denn mit dir? So, geht doch. Jill, try using this. Dreizackschlüssel, dankeschön. Found that key on the Semiramis. The ships are exactly the same, and the lab should be this way. Ah, okay. Ja klar, macht natürlich. Oh. Das ist übrigens die ganze Zeit schon. Ich habe jetzt bestimmt die letzten 3 Folgen ziemlich wenig gescannt. Ich meine, wir waren auch immer irgendwie relativ fix unterwegs. Ich frage mich echt, wofür wir die scheiß Bazooka oder den Raketenwerfer brauchen. Oha. Okay, jetzt kommen wir anscheinend nicht in das Labor. So langsam wird's spannend. Meine Freunde, so langsam wird's spannend. Okay. Hier ist anscheinend gar nichts unter Wasser. Sehr komisch, das Ganze. Das sieht nach einem Erkennungssystem für Fingerabdrücke aus. Alles klar, dann lass uns mal wem die Finger abschneiden. Lässt sich nicht öffnen. Oh, ja, okay. Dann, achso. Ist schon offen. Na klar. Oh, ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Es wird hier gleich wieder. Registering Fingerprint. Fingerprint Registration complete. Und jetzt sind wir da rein? So einfach? Chris, vielleicht solltest du das auch nochmal machen, für den Fall, dass wir getrennt werden und dann aber. Ach nee, ich sag lieber nichts. Also, geht doch. Please enter the sterilization room one at a time. Ja, machen wir die Tür wieder zu? Ach ne, wir lassen die einfach auf. Na klar. Ist ja gar kein Problem. Wir mussten ja gerade nur einen Fingerabdruck dafür machen, aber die Tür bleibt einfach auf. Ach, wir müssen da jetzt alleine rein. Achso, Chris auf der Seite. Oh-oh. Alter. What the fuck? What the fuck? Oh, shit! Willst du mich verarschen? Ich würde sagen, ich kann wahrscheinlich an ihm vorbeilaufen. Nein, kann ich nicht. Ich dachte, ich... Ach du Scheiße! Ich hab hier noch Granaten. Oh fuck, da soll ich vielleicht nicht drinstehen. Oh shit. Okay, what the fuck? Was ist denn da? Alter, was? Es ist offen. Ist der Chris auch schon raus? Yes, da kommt er. Ich will das Ding eigentlich ganz gerne scannen. Was? 6? Dein Ernst? Boah, davon laufen uns doch jetzt nicht mehr so weg, ne? Was? Oh, ich dachte, da wäre noch einer, ey. Alter, jagt mir dann hier so einen Schrecken ein, Chris. Okay. Sind das die Testfische? Was hab... Oh. Ach, ich dachte, da wäre der Desert Eagle. Der jetzt einfach unsere Pistole wieder verbessert, oder? Ach nee! Ja, wir haben ja gerade die Bazooka abgefeuert, die Raketenwerfer. Das hätte ich wahrscheinlich nicht tun sollen. Das hätte ich nicht tun sollen, glaube ich. Egal. Wir nehmen jetzt den Fahrstuhl. Oh, ich befürchte, wir hätten den Raketenwerfer nicht dafür benutzen sollen. Aber ich wollte den eigentlich auch einfach mal benutzen. Ich befürchte aber wirklich, das war falsch. Den werden wir wahrscheinlich später benutzen, obwohl... Vielleicht sollte ich einfach die scheiß Magnum-Munition aufbewahren.
Und dann knallen wir da einfach die höchste Damage-prozentual Zusatzschaden-Scheiße drauf, die wir kriegen können. Why try to hide these facilities on a cruise ship? It makes a good cover. We'll never suspect it. Good point. I hope we can find out what the hell's going on. Alter, was ist denn das hier? Achso, das ist so eine Art Plastikfolie darüber. Das sah gerade aus wie so, keine Ahnung, so ein Schleimzeug irgendwie. Was? Warum gibt uns das so viel Prozente? Ich meine, ist ja schön, da freue ich mich drüber, aber warum? Okay. Somewhere in this research area. So this is the secret of Zenobia. Okay, jetzt sind wir im Forschungslabor eigentlich angekommen und jetzt kommen wir dem Ganzen auch endlich mal auf die Spur. Und wir haben Episode 8 beendet. Wir haben Episode 8 damit beendet. Okay, ich weiß gar nicht, wie viele Episoden das Spiel hat. Ich wollte mich da wahrscheinlich auch selber einfach mal nicht spoilern. Aber wir kommen tatsächlich zum allerersten Mal dazu, eine Folge bei 20 Minuten genau zu beenden. Nee, gar nicht wahr. Falsch. Ich habe am Anfang vergessen, die Zeit zu stoppen, deswegen sind wir wahrscheinlich sowieso schon wieder ein bisschen drüber. Aber egal! Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der nächsten Folge werden wir dann sehen, was in dem scheiß Forschungslabor da so alles abgeht. Ich meine, irgendwie haben wir ja so schon ein bisschen was davon erfahren, ne? Hier den ganzen Scheiß davon wegen dieser mutierten Fische und so. Aber was genau für ein Virus und so da entwickelt wurde und so weiter, das werden wir dann wahrscheinlich in den... Vielleicht in der nächsten, vielleicht in der nächsten. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Abonniert unseren Kanal und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.